Willkommen zurück, Leute, zu Crash Bandicoot 2. Wir stehen hier vor unserem Eingang zum letzten Kristall, Hanging Out. Ja, da gibt es noch einen Secret Exit, den ich nicht geholt habe. Laut meiner schlauen Liste. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich weiß auch, wo er ist. Und das könnte extrem schwer werden. Es ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt, dass wir gerade zwei Masken zur Hand haben. Ich glaube, das war... Oh, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das war dumm. Ging... Na, schade. Das war die erste Maske. Aber grundsätzlich... ja, komm, müssen wir nur... Wir müssen nur das Level schaffen. Mehr ist es nicht. Mehr ist es nicht, Volo. Denk immer dran, du musst nur das Level schaffen. Und danach kommt nochmal ein Level im Dunkeln. So, ich meine, hier geht's... Ne, hier ist es noch nicht. Okay, wir müssen noch ein Stück weiter. Denn da kommt hinten, hinter einem Checkpoint kann man zurücklaufen. Ich meine, das habe ich euch sogar schon mal gezeigt. Da konnte man relativ viele Leben holen, wenn man da hingeht. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist, glaube ich, nur für die Leben. Es ist allerdings auch dafür da, einen Secret Exit zu holen. Und ja, der führt uns dann zu, für uns, das letzte Level. Dadurch, dass das jetzt ein relativ langer Weg ist und dadurch, dass das ein sehr heftiges Level ist, was da auf uns zukommt. Oh, jetzt hätte ich normalerweise, ne, hätte ich die Mega-Maske. Also ich wäre jetzt Superman, schön gemacht. Das wäre natürlich ultra cool, wenn ich jetzt Superman gewesen wäre. Dann ja, hätte man hier durchrushen können. Und ich hätte zwei Masken da hinten. An einer... Scheiße, jetzt habe ich keine Maske da hinten an einer sehr schwierigen Stelle. Das ist doch toll. Eieiei, da machst du was mit. Da machst du was mit, ne? Es ist einfach Tatsache. Ja. Kann sein, dass es jetzt noch... Oh, schade. Ich dachte, vielleicht kommt das ungefähr hin. Aber was soll's. Wir kriegen das schon. Wir kriegen das schon, Leute. Ja, ich dachte tatsächlich, vielleicht können wir dieses Spiel jetzt in einem weiteren Part beenden. Aber ich denke, das wird jetzt doch noch zwei Parts in Anspruch nehmen. Ist aber eigentlich auch nicht so schlimm, wenn ich drüber nachdenke. Passt mir das sogar... Also es passt mir grundsätzlich ganz gut. Weil so kann ich Crash Bandicoot 3 dann am nächsten Wochenende starten, ohne dass irgendwie auch eine großartige Pause dazwischen ist. Also zwischen Crash 2 und 3. Eigentlich ist das eine nicht vorhandene Pause schon irgendwie, weiß ich nicht. Wird man sehen. Ich weiß auch nicht, wie viel Zeit das Ganze jetzt in Anspruch nehmen wird. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es sogar eine gewisse Zeitspanne dauern könnte, diesen Secret Exit zu holen. Weil der ist alles andere als leicht. Ah, der Weg dahin. Das ist eine unschöne Stelle. So, hier den Checkpoint können wir ruhig mitnehmen. Ist egal. Und ja, hier kann man halt auch noch runter. Hier gibt es keine Kisten zu holen. Ne? Deswegen haben wir ja auch alles in diesem Level geholt. Aber hier hat man halt... diese Typis hier, die halt voll auf Speed sind. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie ich an denen vorbeikommen soll. Oh cool, wir kriegen schon die... Maske. Ist halt die Frage, ob mir das irgendwas bringt. Oh, fuck. Ich lege es jetzt auch nicht darauf an, die Leben zu holen, aber die holt man ja automatisch, so wie es aussieht. Wie soll ich das denn in der Zeit schaffen? Kann mir das mal jemand erklären? Wie soll ich das denn schaffen? Also ohne zwei Masken? Ohne zwei Masken ist... Das war gut. Das war jetzt richtig gut. Warum hast du dich da nicht festgehalten? Da müsst ihr wissen, um sich da festzuhalten, muss man nichts drücken. Also du springst da einfach nur gegen. Dann hält er sich fest. Ja. Das finde ich sowieso schon so ein bisschen komisch. Wie soll ich da denn dran vorbeikommen? Ich kann doch da gar nicht dran vorbeikommen. Das ist doch zeitlich überhaupt nicht machbar. Du musst schon hier perfekt stehen und selbst dann reicht es nicht. Wie geht das? Und der letzte dreht vollkommen durch. Ja, es ist klar, ist klar, ist klar. Scheiße, ich weiß es nicht. So, da darf ich, ich muss... Und man kann überhaupt nicht abschätzen. Also von der Perspektive her finde ich, dass man das nicht abschätzen kann. Okay, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das holen soll. Oh Mann! Ja, ich weiß, woran es liegt. Ich habe halt immer das Gefühl, ich muss noch kurz X drücken.
Also X gedrückt halten. Wie soll ich da durchkommen? Wie soll ich da durchkommen, ohne eine Maske zu verlieren? Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Halte ich bloß fest. Wie soll das gehen? Ich kann doch auch nichts machen. Ich kann die nicht töten. Also ich kann die nicht töten. Das, oder? Nein, die kann man nicht töten. Die sind unzerstörbar. Aber an der Stelle verliere ich das Ding halt. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Hm. Ich weiß es nicht, Leute. Wir machen mir mal eine kurze Unterbrechung, kurze Werbepause sozusagen. Okay, ich weiß Bescheid. Super easy. Man muss nur etwas wissen. Ja, man muss nur etwas wissen. Erstmal testen, wie? Ah. Interessant. Guck mal. Der Junge kann den Arsch hochziehen. Ich habe mir schon beinahe sowas in die Richtung gedacht, weil, naja, wie soll es anders gehen, ne? Und die Tatsache, dass die, ja, die Viecher da, die fliegen ja auch so ein bisschen tief tatsächlich. Da hätte man schon so etwas vermuten können, aber nichtsdestotrotz war ich in dem Moment nicht so schlau. Okay, so ist natürlich super easy. Krass, okay, Entschuldigung. Ja, wusste ich nicht, Leute. Tut mir leid. So Dinge, die man nicht weiß, ne? Ich meine auch, ich habe das ja bei Zuckzu im LP gesehen. Ich meine, er hat es nicht rausgefunden. Er ist ja irgendwie so sich da durchgeskillt. Totally fly. Ja, ein Edelstein, der noch zu holen ist. Und den gibt es hier. Und der ist schwierig, denn er ist mal wieder im Dunkeln. Das hatte ich ja schon angedeutet. Und in diesem Level muss man ein bisschen tricksen, soweit ich weiß. Denn es gibt super fiese Stellen hier. Nämlich, es gibt Metallboxen hier zu holen. Ist halt die Frage, wo sind die? Metallboxen, die man mit dem Bauchklatscher holen muss. Und das kostet halt so viel Zeit, dass dir die Fireflies hier so ein bisschen, die verpinkeln sich in der Zeit halt. Und du darfst zusehen, also du musst eigentlich blind diese Kisten finden. Einfach Vermutungen aufstellen, wo sie sein könnten. Oh. Oder es einfach lernen, wo sie sind. Ja, irgendwie so kriegen wir schon hin. Ich denke mal, dann wird das hier, ja, das von der Zeit her passt das eigentlich noch. Dann wird das hier wahrscheinlich doch ein etwas längerer Part und dann befinden wir uns wahrscheinlich im letzten Crash Bandicoot Part, weil der Boss ist ja, der ist ja mehr oder weniger ein Witz. Ja, ja. Dann habe ich Crash Bandicoot heute doch durchgespielt, ey. Damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt, ich glaube, ich muss mir das Vieh holen. Ich weiß nämlich, ich sehe ja nichts. Ja, und damit den Gegner muss ich in Ruhe lassen. Aber ich würde trotzdem sagen, dieses Level machen wir gleich noch. Ich war gerade kurz auf YouTube, um einmal kurz, ne, habe ich Hanging Out, Secret Exit mal eingegeben. Und da kam auch tatsächlich genau das, was ich sehen wollte. Und wie er dann halt den Arsch da hochgezogen hat von Crash. Ja, war gut. Das hat mir sehr geholfen. Also man muss schon sagen, dieses YouTube, ne, das ist ein fein Ding. Das macht schon gelegentlich Sinn, das zu nutzen. Auch nicht nur ausschließlich zu Entertainment-Zwecken, so wie ihr oder ich das die meiste Zeit wahrscheinlich benutzen. Es ist ja mein Fernsehen, ne? Dementsprechend ist es für mich eher Entertainment als Bildungsprogramm. Was ich jetzt aber auch nicht weiter tragisch finde. I don't see shit. Oh, ich glaube, der haut gleich ab. Boah, fuck, Mann. Voll das schwierige Level. Aber wir haben einen Checkpoint. Das ist geil. Oh, Bonus im Dunkeln, ey. Gibt's was Unnötigeres als ein Bonus im Dunkeln? Ja, komm, TNT, mach hin. Das soll halt aufgehen. Damit ich weiterkomme, muss ich hier irgendwas beachten. Oh nein!
Ich wollte es gerade sagen, der lässt mich doch im Dunkeln stehen. Okay, nee, ich dachte, vielleicht ist da oben irgendwie eine Kiste. Naja, das werden wir dann rausfinden. Also sollten wir diesen Bonus nachher verkackt haben, dann wissen wir definitiv, woran es lag. Nämlich, dass da oben irgendwo noch eine Kiste war. Also über diesen Stapeln da. Naja, als ich auf YouTube war, war mal wieder fieserweise, das muss man echt sagen, fies, eine McDonald's-Werbung oben eingeblendet. Ich habe gesehen, es gibt zwei neue alte Burger. Jetzt die Frage, die ich mir gerade wirklich stelle, und das ist kein Witz, die stelle ich mir jetzt wirklich. Es gibt nämlich irgendwie den Western Chicken und Western Beef. Bedeutet das jetzt für mich, dass der Steakhouse Chicken nicht mehr da ist? Ist das so? So, und hier haben wir jetzt die Kacke am Dampfen. Hier müssen wir eigentlich nur... Können wir im besten Fall hören, wo die Teile sind. Ist kaputt, ne? Gerade sagen, gibt es doch noch einen. Okay. Jetzt können wir uns den holen und einfach hoffen, dass das... Ah, hier wäre noch was gewesen. Ja, seid lustig, ne? Ihr seid ja lustig, ihr seid ja lustig. Ja, okay. Die beiden musst du auch noch holen. Das ist wichtig. Das ist super wichtig, Wollo. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Da führt kein Weg dran vorbei. Die brauchst du, die brauchst du, die brauchst du. Da schön rein, schön. Okay. So, ich hatte zwei Stück hier geholt. Ich muss ja einfach auch hinhören. Warum ist das gerade wichtig für mich mit McDonald's? Naja. Ich hör's nicht. Da ist noch was, da ist noch was, hier ist noch was. Ich habe doch jetzt wieder was vergessen. Erzähl mir doch nicht, ich habe doch was vergessen da hinten. Na, man wird sehen, ob das jetzt zeitlich reicht. Ansonsten muss ich mir das halt noch ein bisschen besser merken, was da abgeht. Nö. Nö. Boah, das ist aber auch wirklich so gemacht, dass du es nicht schaffen kannst. Jetzt die Frage kommt... Ja, wieder, na, das wäre ja wohl auch zu krass. Scheiße. Ah, muss die Stelle schon wieder machen. Ah, dreckig, aber das... So ist es halt. Letzte Part wird ein bisschen länger. Ja, heute ist mein Fresstag, ne? Ihr wisst ja, Diät, bla. Ein Fresstag gibt es und da gehe ich halt gerne nach McDonald's. Ich bin halt so ein Schwein, der da immer noch gerne hingeht, auch wenn, was weiß ich, hier Tierversuche oder bla, was einem immer so... Hallo? War kein Treffer? Was einem immer so erzählt wird. Okay, also von Tierversuchen bei McDonald's hatte ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so viel gehört, aber ihr wisst, wie ich es meine. Naja, und ich hätte mir eigentlich hätte ich mir da unter anderem Steakhouse Chicken geholt. Aber wenn das nicht sein soll, dann dann soll es halt nicht sein. Dann soll es halt nicht sein. Wurde letztes Mal geschrieben, irgendwann vor, ja, nicht allzu langer Zeit, dass meine Ausraster, also meine Ausraster, meine halt nicht vorhandenen Ausraster, dass bei mir das Failen, dass es bei mir halt etwas langweilig ist, wenn ich faile, weil ich nicht ausraste. Ja. Es kann sein, dass es einige langweilig finden, wenn derjenige nicht dabei ausrastet. Aber ich muss sagen, ja, für mich ist das immer alles nur ein Spiel und in den meisten Fails bin ich ja auch immer, ja gut, man ist meist selber schuld, ne? Das hat zu lange gedauert, das hat zu lange gedauert, Wollo. Eigentlich hat es nicht zu lange gedauert, das passt noch. Okay, wo bin ich da vorhin gestorben? Hier an der Maus, ne? War ich an der Maus zu dumm? Krass. Sollte eigentlich jetzt hier geschafft. Es ist geschafft. Wie geil ist das denn? Ja, ich raste halt nicht aus. Ne? Müsste ich mir mal einfach angewöhnen. So. Aah!
Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Schwierig. So, gib mir mal einen Edelstein. 100%. Was ist da los? Kriegen wir wahrscheinlich eine Ansage, oder? Ich denke mal, dass Embryos, ist das unser Homie im Moment? Mal gucken. 97%, 22 von 22, 25 von 25. Jetzt müssen wir nur noch einmal den Boss besiegen. Und dann werden wir den Cortex-Vortex in die Luft jagen, Leute. Das wird super. Und dann, ja, dann können wir schon sehr, sehr bald, also in ein paar Tagen, starten wir dann mit Crash Bandicoot 3. Und ich hoffe, ihr freut euch da genauso drauf wie ich, weil ich freue mich einfach unglaublich doll. Es wird so scheiße. Es wird so scheiße, ja, natürlich. Nein, es wird so cool, dass... Oh Mann, warum kriege ich es denn jetzt nicht... Ich wollte gerade sagen, jetzt kriege ich den nicht getroffen. Es wird so cool, das hältst du im Kopf nicht aus. Das hältst du im Kopf, hältst das echt nicht aus. So sehr freue ich mich darauf. Und es gibt einfach so viel verschiedene Sachen. Und es ist einfach ein wahnsinnig cooles Spiel. Ja, und es wäre jetzt echt geil, wenn wir das hier nochmal kurz first tryen würden. Weil ich wollte mir jetzt auch eigentlich gar nicht so viel Zeit mit Cortex hier gönnen. Und wir haben es geschafft. Das, ja, tatsächlich haben wir auch nicht, denn es kommt noch ganz viel Crash Bandicoot Zeugs. Was ist das denn jetzt? Hallo? Ich hab doch alles. Was? Oder muss ich das einmal so durchspielen und dann nochmal? Kann das sein? Muss ich den Abspann jetzt einmal durchlaufen lassen? Ich würde sagen, ich lasse den Abspann mal kurz durchlaufen ohne euch, weil ihr seht den gleich sowieso nochmal und dann werde ich alles Mögliche zu diesem Thema hier erzählen. Bis gleich, so. So, und jetzt habe ich mir das Ganze angeguckt, nicht so wie beim letzten Mal den Save State geladen. Und jetzt schauen wir einfach mal, was hier steht. 100%, ja, das ist das, was wir sehen wollten. Und ja, nun müssen wir noch einmal Cortex besiegen, aber das ist ja alles... Also dieses Cortex-Besiegen-Ding ist ja tatsächlich gar kein Problem. Außer, es wird jetzt schwerer. Das wäre natürlich... Ach nee, ich muss ihn nicht mal mehr besiegen. Das ist ja noch besser. Das ist das 100%-Ende, Leute. All unsere Kristalle aufeinander gestapelt, um den Superlaser von Embryos mit Strom zu versorgen. Ja, müsst ihr euch mal reinziehen. Dafür haben wir uns jetzt abgequält, ne? Für diese Wahnsinnssequenz. Aber so war das früher. Meine Güte. Das ist doch immer noch trotzdem schön. So, jetzt wird natürlich erwartet, dass ich ein paar Worte zum Projekt verliere, ne? Aber eigentlich gibt es da echt nicht mehr viel zu sagen. Es ist einfach ein traumhaft gutes Spiel. Ich gehe auch so weit, dass es sich damals gelohnt hätte, eine PS1 zu besitzen. Allein schon für die Crash-Serie, also komplett so. Das ist der absolute Wahnsinn, das ist unglaublich gut. Und ja, ich finde es sehr schön, dass so viele von euch auch Crash eine Chance geben. Ich weiß, die meisten stehen hier eher auf Mario, ist ganz klar. Ist auch überhaupt nicht verwerflich, Mario ist genauso super. Aber dieses Spiel hat, also Crash an sich, hat es auch komplett verdient, gesehen zu werden. Und es ist so cool, dass echt wirklich so viele auch dieser Meinung sind. Und das freut mich einfach. Das möchte ich einmal an dieser Stelle sagen. Ansonsten, ja, hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, dieses Spiel. Und der dritte Teil, der jetzt kommt, das wird noch cooler. Und ja, ich habe schon so ein bisschen Vorfreude, wenn ich ihn morgen anfange aufzunehmen. Das wird richtig, richtig cool. Ja, was soll ich noch groß sagen, ne? Da, Lead-Tester Brad Davey hat... Die Tester haben einen guten Job gemacht, kannst nicht meckern. Naughty Dog hat einen super Job gemacht. Sony war clever, dieses Spiel exklusiv für sich zu sichern. Auf jeden Fall. Das hätte auch dem N64 gut getan.
Wobei das N64 hat genügend richtig, richtig gute Jump'n'Runs, aber auch ja, die PlayStation 1 hat extrem viele gute Jump'n'Runs und oh, das ist ja Wahnsinn. Die alte Zeit, ich mag es. Oh mein Gott, Cortex. Ich dachte, der ist tot. 1997 war ein gutes Jahr für Videospiele, man merkt das ganz klar hier. Ja, Leute, und das war es von Crash Bandicoot 2. Oder passiert hier noch was? Nein, da geht das Spiel eiskalt wieder los. Ja, das war's von diesem Projekt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Projekt. Hinterlasst mir doch eine Meinung zu der ganzen Sache hier, wie euch das gefallen hat, was cool, was nicht so cool. Und wir sehen uns dann hoffentlich in Teil 3 wieder oder in anderen Projekten. Bis dann und ciao.